Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einer neuen Franchise-Folge von unserer Cardinals-Franchise. Woche 16 letzte Woche haben wir verloren. Unglaubliches Spiel gewesen. Ich war ein bisschen sauer, aber ganz ehrlich, wenn man realistisch ist, es musste passieren. Ein gutes Team, ich glaube, die waren sogar 10 insgesamt Punkte besser als wir. Unser Team ist nicht so krass, ne? Und das lief halt auch einfach nicht für uns. Ich habe nicht gut gespielt. Wir hatten nicht das nötige Glück, um mich aufzufangen, wenn ich nicht gut spiele. Neues Playbook, alles keine gute Kombination. Und beim Playbook kommen wir auch gleich mal zur Sache. Ich habe beschlossen, ich hole mir nochmal ein neues. Und wir gucken einfach mal, was es da so gibt. Ich glaube, ich probiere das Rams Playbook heute mal. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Bock auf das Rams Playbook. Habe ich auch ewig nicht gespielt. Oh, da warst du schon. Da warst du schon. Rams Playbook, gut. Dann versuchen wir das heute mal. Mal gucken. Zone Run West Coast. West Coast eigentlich nicht so meins, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ich glaube, wenn wir in die Playoffs dann gehen, dann nehme ich wieder mein New England Playbook, aber ich muss mal gucken. In den Playoffs sind wir ja schon sicher. Und wir können mal gucken. Ich glaube, logischerweise haben wir nicht. No, nee, die 49ers haben gewonnen. Das heißt, wir können die Division noch verlieren. Oha! Oha! Gucken wir mal League Schedule, gegen wen die 49ers heute spielen. Wir spielen ja nicht mehr gegen die. Wir müssen halt ein Spiel noch gewinnen. Ein Spiel oder ein Unentschieden reicht uns. Die spielen gegen die Bears. Die sind, glaube ich, in der Simulation hier ganz gut. Und Woche 17 spielen die dann gegen irgendwas in der Division vermutlich, war? Gegen die Rams. Gegen die wir heute spielen. Und wir spielen, wie gesagt, heute gegen die Rams und nächste Woche gegen die Seahawks. Oha. Wir haben Upgrades zur Verfügung. Ich habe letztes Mal gesagt, ihr habt diesen Menüpunkt jetzt extra, indem ihr quasi direkt sehen könnt, wer Punkte zur Verfügung hat und ihr müsst nicht extra irgendwo hingehen und die suchen. Finde ich sehr geil. JJ Nelson, was will man machen, wenn nicht Deep Threat? Der hat uns schon das ein oder andere Mal den Hintern gerettet damit und kriegt ein plus 3 Release. Oha. Da müssen wir heute mal gucken, ob wir da was machen können. Haason Reddick kriegt einen Punkt. Sehr geil. Ich will Haason Reddick eigentlich eher so für die Pass-Coverage haben, ne? Runstopper würde gut in unser Scheme passen. Pass Coverage, ich mach's einfach. Okay, sein insgesamt ist auch angestiegen, sehr cool, von gelb zu grün. Zone Coverage plus 2, das ist wichtig. Und Chad Williams haben wir noch. Deep Threat, Possession. Possession? Possession? Deep Threat, passt in unser System rein, warum nicht? Von orange auf gelb oder wie auch immer gegangen, mal gucken. Plus 3 Deep Route, Catch and Traffic und Awareness, alles sehr cool. Also, das passt doch auch. Ich werde definitiv mit Rosen weiterspielen. Aber ihr seht hier schon, Johnson ist wieder raus. Ich habe selber noch gar nicht geguckt. 5 Wochen. Also den können wir echt vergessen. In Madden kann man den vergessen. Lasst mich mal wissen, falls ihr auch eine Cardinals-Franchise spielt, passiert es bei euch auch so? Oder ist es einfach nur mein Glück? Ist es mein Pech? Was auch immer. Wir scouten mal noch ein bisschen rum. Ich glaube, ich gehe in die D-Line. Ich bin die letzten Spiele unzufrieden gewesen mit meiner D-Line. Wir können Cornerback auch gucken im Draft, aber da sind wir eigentlich ja ganz gut vertreten und da will ich keinen Erstrunden-Pick für verschwenden. In der Defense denke ich, dann wäre es wirklich Defensive Tackle vermutlich am ehesten noch mit dem Erstrunden-Pick. Aber da muss man halt gucken, wen man kriegt. Wenn da einer von den beiden noch da ist, dann wäre das halt echt cool. Aber wir haben jetzt halt auch schon viele Spiele gewonnen, so. Deswegen, vielleicht sind da nicht mehr allzu viele da, wenn wir dann picken in der ersten Runde. Kommt natürlich auch darauf an, wie weit wir in den Playoffs kommen. Wir haben einen Spieler noch, der einen neuen Vertrag möchte. Das machen wir natürlich auch noch, wo wir gerade hier sind. Derek Coleman will einen neuen Vertrag. Will ich Derek Coleman einen neuen Vertrag geben, ist die Frage. Ich werde ihn ziemlich. Oh Moment, 30 Millionen. Oh Gott, ich hätte ihm gerade fast 30 Millionen angeboten als Salary. Alter Schwede. Alter Schwede. Gut, wir gehen mal runter und bieten ihm sehr wenig an. So, Signing Bonus auch runter. Mal gucken, ob er das macht. Wenn nicht. Ja, gut, er will nicht. Er will mehr Geld. Also da, das wage ich zu bezweifeln, dass ich mit dem verlängere, aber mal gucken. Ansonsten, die Statistik können wir uns vielleicht nächste Woche vor dem letzten Spiel nochmal angucken. Wir haben das neue Playbook. Wir spielen mit dem Rams Playbook gegen die Rams. Sie sind 6 und 8. Wir sind 11 und 3. Drückt mir die Daumen, dass es heute ein bisschen besser läuft als letzte Woche. Auf geht's ins Spiel. Auf geht's ins Spiel. Wir sind da. Ah, hat mich gerade nochmal sehr geärgert, wenn man dann sieht, dass David Johnson genauso gut bewertet ist wie Todd Gurley. Aber er einem einfach nichts bringt, weil er die ganze Zeit verletzt ist. So, was bringt mir das, wenn er toll bewertet ist, wenn er nicht spielt? Yeah. Yeah.
Wir sind wieder hier in unserem zu hellen Stadion. Aber ich habe mich ja ganz gut damit abgefunden. Ist gerade echt merkwürdig. Ich habe länger nicht aufgenommen mit Madden. Seit der letzten Franchise-Folge halt. Aber die Rückmeldung ist gut. Da freue ich mich immer total drüber, wenn ich dann sehe, wie in den Kommentaren mitgesprochen wird und dass ihr Likes da lasst. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Hilft dem Kanal auch mehr, als ihr denkt. Ja, wieder hier mit unserer einen Losing Streak. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Auf geht's. Komm. Ah, wir kriegen den Ball nicht, okay. Ich glaube, ich habe eingestellt, dass ich als erstes den Ball kriegen würde, weil ich den letztes Jahr die ganze Zeit gekickt habe, einfach mal für ein bisschen Abwechslung. Aber ihr seht, es klappt halt auch nicht immer. Oh nein. Ah Mist, ich wollte gerade unten bei New York, wollte ich eigentlich mal die Saquon Barkley-Werte angucken. Wie das aussieht. Hitstick. Ah. Okay, 16. Schlechte Startposition. Gut für uns. Philadelphia ist 13-2. Die marschieren strong. Die marschieren sehr strong. Goff sieht auch besser aus. Der wurde ja auch verbessert jetzt über die Saison. Also sein Gesicht, die Ähnlichkeit des Gesichts. Okay, hier. Manche von euch sagen, ich klicke auf Never Show Me the Weekly Game Boosts. Dann gehe ich hoch und dann klicke ich auf OK. Ich mache das nur normalerweise deutlich schneller. Deswegen sieht das vielleicht so aus manchmal. Ich glaube, wir müssen heute die Cornerbacks per Speed matchen. Definitiv. Gut. Und dann versuchen wir mal, Man zu spielen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Weil wenn Man heute klappt, dann sollten wir auf jeden Fall einen Vorteil haben. Wo ist mein Rubber Press? Na gut, dann spielen wir halt einen Cover 2 Man. Ist mir auch egal. Running back. Oh, nein! Nein, der fängt den auch noch! Oh, ich war mit zwei Leuten da. Stark gefangen von Cooper Kupp. Ärgerlich. Ich habe drauf spekuliert. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell wirft. Und hier ist meine Rubber Press übrigens. Wie oft muss ich? Zweimal nach unten. Dummkopf. Habe ich die wohl einfach vorhin übersehen. Na gut. So, was ich echt richtig gerne hätte heute, wäre einfach mal ein Pass Rush. Eigenen Pass Rush. Bei einem 4-Man-Rush einfach mal irgendwie einen ganz normalen, ganz simplen Sack. Ach, Jamar. Jamar Taylor ist ein bisschen so ein Marcus Peters. Entweder der gibt halt weite Pässe, obwohl Marcus Peters, da hat sich das auch geklärt jetzt die letzten Jahre. Gerade diese Saison war er sehr gut vor der Verletzung. Aber ich meinte im Sinne von, entweder der gibt halt einen dicken Pass auf oder was richtig cooles wie eine Interception zum Beispiel. Entweder sehr plus oder sehr minus. Nein, oh mein Gott. Ich glaube, ich war da mit Beins, ha? Der hat sich so steif angefühlt. Ich dachte, ich bin mit Riddick am Start, aber das war wohl Beins. Schade, mit einem schnelleren Linebacker oder wenn ich den Safety gehabt hätte, einen Rubber Press zum Beispiel, dann wäre das, glaube ich, ein Pick gewesen. Ich habe mich verspekuliert. Ich bin zu lang stehen geblieben für den Spieler, den ich hatte. Das ist ärgerlich. Lauf nach rechts, komm, traut euch. Als hätten sie mich gehört und wären drauf eingegangen. Hier, Pullover übrigens, nur mal so als Qualitätscheck. Die sind so weich. Die sind so geil weich, ey, das ist unglaublich. Gerade jetzt für den Winter wird das auf jeden Fall sehr cool. Also wenn ihr Bock habt, euch einen zu holen, würde mich das natürlich freuen. Ihr unterstützt den Kanal. shop.spreadshirt.de/ngg-shop. Links steht der, warum gehst du weg? Warum gehst du weg, Keule? Taylor, warum gehst du weg? Drifte nicht in die Mitte ab. Ich habe gesehen, wo er hinpassen wollte. Ich kam runtergerannt, war da natürlich zu langsam. Da hätte Staler hätte stehen bleiben müssen. Taylor hätte stehen bleiben müssen, wollte ich natürlich sagen. Ich meine, da waren auch drei Leute in seinem Gebiet. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, halt weil kein Pass-Rush da war. Habt ihr gesehen, wie viel Zeit er hat in der Pocket? Das ist unglaublich.
Ich habe ein bisschen Anti-Lions-Syndrom, weil wir in der Preseason und in den Wochen 1 und 2 so schlechten Run-Contain nach außen hatten. Mache ich hier immer außen ein bisschen zu aggressiv zu und lasse dann die Cutback-Line offen. Das passiert mir manchmal. Jamal Taylor. Buda Baker vielleicht heute wieder mal mit einem guten Spiel. Wir laufen mal ein 6 Inward. Aber auf der anderen Seite bitte. Danke. Und mit Cloud Flats. Ja, ja, ja. Sehr gut. Da ist Jamal Taylor. Lücke war weit offen, aber das war zu langsam. Ey, Detroit hat ein Spiel gewonnen gegen Minnesota. Jetzt, wo es auch egal ist. Uah, vielleicht kriegen wir jetzt einen guten Draftpick. Wisst ihr was? Wir spielen mal ein Match. Dann kann uns das nicht passieren, was letztes Mal da passiert ist. Seams sind zu. Gerade die Rechte natürlich wichtig. Das müsste wieder Taylor sein. Schade. Schade, 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 schade. Comebacks, Comebacks sind stark dieses Jahr. Ich glaube, ich muss offensiv ein bisschen... Aber ich habe keine Zeit, das ist mein Problem. Ich müsste offensiv ab und zu ein paar mehr Comebacks probieren. Was ist denn hier los? Wer war denn da jetzt? Ach nee! Hab ich, Moment mal, jetzt bin ich gerade sehr verwirrt. Oh, ich glaube, ich habe die Seiten verwechselt. Ah, oh, das ist dumm. Ich wollte die Hardflat rechts haben. Das ist ärgerlich. Ich wollte den Spielzug so haben. Habe ich überhaupt eine Hardflat eingestellt? Egal, auf jeden Fall die blaue wollte ich rechts haben, die hellblaue. Das hat nicht geklappt. Mist. Ich wundere mich schon, warum da mein Spielzug kaputt gegangen ist. Das geht mir ein bisschen zu einfach. Wir kriegen aber echt keinen Push. Unsere D-Line ist, nachdem sie am Anfang ja ganz gut gespielt haben, gerade, ja, obwohl, doch ja, gerade Golden war eigentlich echt gut am Anfang. Inside. Wenn es Lance und uns wird ein Touchdown, werde ich sauer. Erstmal ist es ein Sack. Perfekt getimed. Oh, und Jared Goff hat sich verletzt. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber für unseren Erfolg ist es, glaube ich, gut. Was heißt, glaube ich, gut? Es ist gut. Wir hoffen natürlich, dass er wieder reinkommt ins Spiel. Aber der Sack war wichtig. Ihr da werdet ihr jetzt vielleicht gesehen haben, ich bin einfach drauf losgerannt. Und manchmal kriege ich dann so Fragen wie, ey, woher wusstest du denn, dass da jetzt der Snap genau in dem Moment kam? Das ist ein bisschen Erfahrung, aber vor allem ganz viel einfach raten, wisst ihr? Von wegen, okay, der Snap könnte jetzt irgendwann demnächst kommen, jetzt renne ich mal los. Es ist wieder Man-Coverage, es ist sehr riskant, aber die Zonen haben uns bis jetzt nicht gut geholfen. Ah, der ist drin, wa? Ja, der ist drin. War das schon wieder Jamal Taylor, der da geschlagen hat? Nee. Wer war das, der da verhauen hat? Bethay? Hab übrigens beschlossen, ich nenne ihn jetzt Bethay. Weil ich Nate Burleson, glaube ich, gehört habe, wie er Bethay gesagt hat. Und Nate ist cool, deswegen. Och, Manu. Das war vielleicht ein bisschen zu aggressiv jetzt in der Red Zone. Aber man lernt, muss ich nächstes Mal versuchen, anders zu verteidigen. Das Entscheidende für unseren Sieg ist eigentlich sowieso von Anfang an... Ah, schade. Von Anfang an die Offense. Ich weiß, also ich habe schon wieder vergessen, wer die letzte Folge geguckt hat, TJ Long als Returner aufzustellen, aber dadurch, dass er jetzt unser Starting Running Back ist, lasse ich das, glaube ich, auch lieber. Das Einzige, wo ich dran denken muss, ist vielleicht Kirk in den Slot zu packen, weil er sonst JJ Nelson ist von Anfang an. Aber ich glaube, ich kann ihn noch da erstmal lassen, mal gucken. So, Playbook, wie gesagt, nicht gespielt. Ich glaube, letztes Jahr habe ich es am Anfang mal gespielt, dieses Jahr noch gar nicht. Oh, was? Das ist, Moment, das ist schon mal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, dass dieses Spiel so anfängt. Ich hoffe, man hat gesehen, wo ich hinwerfen wollte. Moment. Hier, wo wollte ich werfen? Guck mal, der geht mit nach außen. Die 43 geht mit nach außen.
Deswegen habe ich die Post geworfen und habe geguckt, ob ich die vor dem Safety, vor LaMarcus Joyner, hier irgendwo reinquetschen kann. Quasi beim Cut hier. In dem Moment habe ich die Post geworfen, auf 10. Wo kommt der Ball hin? Weil er halt geschlagen, also was heißt geschlagen? Weil er getroffen wird beim Wurf. Deswegen kommt er natürlich genau zum Gegner. Und der reagiert. Und unser Spieler reagiert nicht. Ein sehr guter Anfang für dieses Spiel auf jeden Fall. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter. Zwei so eine Spiele, wo man so viel Pech hat, hätte ich ungern hintereinander. Und ich will halt jetzt auch direkt von Anfang an nicht in so einem 14-0-Loch sein. Deswegen versuchen wir die jetzt mal am Anfang aggressiv, aber dann zum Schluss auf jeden Fall. Jawohl! Zum Schluss auf jeden Fall konservativ. Genau, das ist nämlich mein erster Hinweis gewesen oder mein erster Gedanke. Hoffentlich kriege ich die jetzt noch aus der Field Goal Range raus. Mit bisschen Glück klappt das noch. Hard Flat links. Go on. Lauf. Ja. Nix ist. Nix ist. Es ist noch Field Goal Range. Aber das zum Beispiel ist jetzt ein 50-Yarder. Das ist nicht so einfach. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob die jetzt ein Draw spielen oder sowas und versuchen, ein machbareres Field Goal rauszuholen. Das würde man vermutlich in echt machen. Deswegen spiele ich jetzt doch wieder einen Ticken aggressiver, hol Bethea runter und so. Und guck, entweder den Sack zu kriegen, das wäre. Oh ja, oh ja, oh ja, oh nein! Golden, mach was! Mach du was! Jawohl! Oh mein Gott! Der hatte viel zu viel Zeit, weil ich vorbeigeschossen bin am Quarterback. Das war mein Fehler. Aber so haben wir sie aus Field Goal Range rausgeholt. Sehr, sehr starker Stand von der Defense. Die Line war wieder ein bisschen verzögert da nur. Aber Gunter hat vielleicht gehört, dass ich vorhin gesagt habe, ich will Defensive Tackle draften. Und denkt sich so, was? Moment mal. Ich will bleiben im Team. Ich will mein Geld verdienen. Wenn du weiter so spielst, Gunter, bitte, dann bleib im Team. Habe ich kein Problem mit. Habe ich absolut kein Problem mit. Okay, Field Goal. Warum schlagen sie mir so einen Quatsch vor? Als ob die einen Field Goal probieren. Moment mal kurz. Field Goal Block Return. Falls sie faken, bin ich hier mit Beins. Das ist vorbei. Er ist halt weg, so dass ich den nicht returnen kann, aber der ist auf jeden Fall vorbei. Okay. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet, dass sie den kicken wollen. Seals Jones vielleicht. Oh ne, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Jungs. Wir machen es mal trotzdem, mal gucken. Jawohl. Bam, Gresham. Ja, oh, der wäre sogar noch weitergelaufen mit ein bisschen mehr Platz. Okay, gut. Wir sind in Field Goal Range. So schnell ist es. Die verhauen eins. Wir kriegen den Ball. Okay, was haben wir? Tight Doubles. Bunch Offset. Wide Strips Weak. Tight Flags. Ich mag Tight Formationen. Cross. Probieren wir mal direkt einen Pass hinterher zu schießen. Williams kommt lang, ansonsten vielleicht die Wheel, aber ich denke eher nicht. Nelson ist kurz drunter. Oh. Nein! Oh, ich hätte Williams gehabt. Aber das ging mir zu schnell, da habe ich zu langsam reagiert. Okay, Play-Action, Post-Shot, wir sind noch drin, also. Oh, die geben mir eine Dreimann-Front, okay. Dann laufen wir einen Draw, zweiter und lang, kann man mal machen. Paar Yards wiedergekriegt. 26, also ein deutlich sichereres Field Goal. Und jetzt können wir mal versuchen, entweder ein Bench Switch oder Slot Curl, Wheel. Ne, wisst ihr was? Wir probieren mal den Play-Action Post Shot, aber zur rechten Seite mit den Crossern, beziehungsweise mit den horizontaleren Crossern. Williams ist tot, das sieht aus wie ein 3. In einem 3 könnte. Ne, in einem 3 müsste ich Nelson nehmen jetzt. Bruce's Man. Nein, mach doch nicht diesen dummen Cut, lauf doch einfach smooth nach oben. Ich hasse das, wenn die diesen blöden Cut machen, weil das die One-Cut-Animation ist, die One-Cut-Grafik, sozusagen wie er sich verhält. Aber er wird überhaupt nicht schneller dadurch, das ist so ärgerlich. Okay, komm schon. Der ist drin, jawohl, okay. Wenigstens ein Field Goal. Ich habe überlegt, ob ich dafür gehe, aber ich wollte erstmal Punkte auf dem Board haben.
damit es ein bisschen besser ist als letzte Woche. Ah, damit wir auch wissen, okay, wir kriegen Punkte. Ich glaube, ich muss einfach in Formationen gehen, die mir ein bisschen vertrauter sind. Aber mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. Gerade jetzt mal gucken, wie es defensiv läuft mit dem Backup-Quarterback für die drin. Das ist natürlich die eine Sache. Minion. Wir blitzen aus dem Dollar. Sind jetzt halt ein bisschen, Hartflats, ein bisschen angreifbar für den Lauf. Deswegen holen wir die Safeties ein Tür runter. Und das ist ein Lauf. Okay, gut, 5 Yards. Gut, das war Risiko, ist okay, war jetzt nicht ganz schlimm. Ich glaube, er hat geaudibelt. Hat geaudibelt auf dem Lauf. Linebacker Fire. Aggressiv spielen hat uns im letzten Drive gut geholfen. Wenn auch mehr improvisiert als alles andere. Bethay! Okay, 41, dann war das vorhin noch Bethay bei dem Touchdown. Oha! Okay, also Safety ist jetzt auch auf unserer Liste, was wir im Draft gucken können. Könnt ihr vielleicht nicht aufeinander stehen? Danke dafür. Jawoll! User Lurk. Ah, schade. Beinahe wäre ich noch drin geblieben. Howard, wer bist du? Ist mir egal. Interception. Ach, ist es der... Nee, Moment. Ist es der Linebacker, den ich neu geholt habe? Ist es der Undrafted Free Agent? Dann wäre das natürlich echt cool. Jeder mag einen Undrafted Free Agent. Ist es der Dude, den ich nur geholt habe, weil er schnell ist? Ihr wisst, ich habe kein Namensgedächtnis. Wer es noch nicht weiß, der weiß es jetzt. Rookie Second String, Traven Howard. Jawohl, der ist es. Nice. Dann freut mich das doch noch umso mehr für ihn. Okay, und jetzt müssen wir aber auch was machen. Und zwar kommen wir jetzt direkt erstmal mit einem Shotplay. Larry, tut mir leid, du bist weg. JJ Nelson kommt dahin. Okay, vielleicht war er auch nicht undrafted, sondern einfach nur rausgeschmissen von irgendeinem Team. Weil sie gerade, glaube ich, gesagt haben, Third Round Selection. Okay, ihr seht, dass die Safeties relativ weit unten stehen. Und ich sehe die Chance noch, jawohl. Okay, so ist mein Spielzug. Rechts eine Streak, links eine Fade und eine Drag unten drunter. Und wir haben den. Jawohl, Nelson. Ich hätte ihn gern später geworfen, aber ich hatte Angst vor dem Pass Rush. Deswegen habe ich ihn quasi zum frühestmöglichen Zeitpunkt geworfen, von dem ich dachte, okay, es könnte klappen. Hat geklappt. Oha. Wir machen das gleiche nochmal. Wenn ihr uns außen pressen. Nelson hat gerade plus 3 Release gekriegt. Denkt dran. Ist immer noch minus 26, aber hey. Ich habe weggeworfen. Und ein Fumble. Okay. Ist jetzt letztendlich relativ egal. Es ist nur statistisch doof. Aber ich habe den Ball weggeworfen. Es war niemand da. Ich habe extra versucht, klug zu sein. Von wegen, werfe ich den jetzt? Lobbe ich den darüber? Dann habe ich mich dagegen entschieden. Dann wird man mit sowas belohnt hier. Mensch. Ja, nee, die Flat will ich auf jeden Fall nicht haben. Dafür kriegt Fitzy ein Comeback. Das war ein One-Card. Und danach hat er keine Energie mehr gehabt. Egal, wir haben neues First Down, wieder in Field Goal Range. Rosen ist 4 von 5 und der eine Wurf, die Interception, da konnte er nicht wirklich was für, sag ich. Ich war ein bisschen unglücklich, aber kann passieren. Und jetzt laufen wir. Oh, ich hätte vielleicht einen Draw nehmen müssen, egal. Oh nee. Das war nicht gut. Pew, warum stehst du 5? Nee. Sowas mag ich nicht. Wenn irgendwelche O-Liner dann schon 5 Yards upfield stehen, aber keinen geblockt haben. Wir machen das gleich nochmal, aber diesmal in Outside Zone. Weil wir die Uhr laufen. Nee, das kann ich nicht machen. Weg. Das war kurz vor Sack. Das ist natürlich jetzt exakt das Schlechteste, was passieren kann, weil die Uhr nicht läuft. Und ich wollte die Uhr eigentlich mindestens zweimal laufen lassen. Haben wir einen Screen? Haben wir keinen Jailbreak, sondern... Ja, ein Slipscreen, jawohl. Okay, ich geb den Screens immer weiter Chancen. Ich sag jedes Mal, ich soll es nicht mehr machen, aber dann mache ich es doch.
Deswegen. Team Celebration. Oh, deswegen gebe ich dem Screen immer weiter Chancen. Weil man, wenn du so einen schnellen Running Back hast, dann reichen halt auch die zwei ursprünglichen Blocks. Und er macht den Marshawn. Und wir sind zwei, hoffentlich gleich. Jawohl, drei Punkte vorne. 1,50 noch in der ersten Hälfte. Wir wissen, höchstwahrscheinlich werden sie viel passen. Beziehungsweise sie werden viel passen. Höchstwahrscheinlich werden sie nur passen. Und deswegen können wir uns jetzt schön im Nickel hinstellen und da wohnen. Oder vielleicht ganz extrem sogar im Dollar. Aber ich glaube nicht. Wir müssen jedes bisschen Pass Rush mitnehmen, was wir kriegen können. Und versuchen hier vielleicht auf die ein oder andere Interception zu spekulieren. Quatsch, ich habe gerade gesagt Nickel, ich Dummkopf. Ja, wir gehen einfach mal in ganz Basic B-Punkt Cover 3. Adjustments hier von wegen, passt auf, die werden passen. Ah, einen Schritt schneller, dann bin ich da, aber das ist schwer zu verteidigen. Das ist echt schwer zu verteidigen. Oha. Oh, was? Ich meine, ja, es ist Todd Gurley, aber wie kam der denn so frei auf einmal? Der stand gefühlt genau neben meinem Spieler, fängt den Ball auf einmal mit 5 Yards ab. Moment, das muss ich mir mal kurz angucken, was da passiert ist. Ah, kann ich nicht. Egal. Kann ich jetzt, wenn ich mir einen Spielzug ausgesucht habe, oder geht's denn auch... Ah, Drecks, hurry up, ich will mir doch nur meinen Spielzug angucken. Gut, also von wegen ein oder andere Interception. Wir spekulieren drauf, dass wir hoffentlich keinen Touchdown kassieren jetzt. Danke dafür. Der Wurf eben auf Todd Gurley, der war echt merkwürdig. Der war richtig merkwürdig. Okay, wir haben freien Release auf dem Tight End, komm. Nein! Oh, Williams. Wie frei war der denn, Alter? Wie frei war der denn? Jesus Christ. Wieso? Moment mal, ich glaube, es kann sein, dass ich einen dummen Fehler gemacht habe. Es kann sein, dass ich einen ganz, ganz dummen Fehler gemacht habe. Wenn ja, dann lernt davon. Cornerback. Speed 93. Warum ist Brandon Williams denn aber auf Cooks? Ich habe gesagt, mein schnellster Cornerback soll auf deren schnellsten Receiver gehen. Das heißt Patrick Peterson auf Brandon Cooks. Oder haben die noch irgendjemanden, der im Spiel ist, der schneller ist? Speed 95. Niemand ist schneller hier. Das ist doch doof, Alter. Das ist doch doof. Also ich kann es noch umstellen, indem ich jetzt einfach bester Corner auf besten Receiver gehe. Weil ich nicht wusste, ob Cooper Kupp vielleicht besser bewertet ist als Brandon Cooks. Oh, genau reingejuked. Dummkopf. Na gut, jetzt müssen wir ein bisschen auf JJ Nelson hoffen, dass er irgendwo freikommt. Auf irgendeinem Crosser wäre halt gut, ne? Haben wir? Ja, haben wir. Kirk. Ich mag den doch nicht, den Spielzug. Ich mag ihn doch nicht. Out of bounds. Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Wer mir hinterherkam, war scheinbar Jesus Christus Superstar. Jesus Christ Superstar. Chad Williams. Okay, da wo jetzt hier Fitz ist, da will ich Nelson haben. Nee. Moment. Falsch rum. Hier Fitz. Und hier Nelson. Okay. Blitz. War hier ein Glitch oder wie kam der hier hin auf einmal? Das hat mich... Ey, es tut mir voll leid, wenn ich immer so oft ins Menü gehe und mir angucke, was hier passiert, aber ich bin einfach so oft verwirrt,
Wo läufst du denn lang, Bro? Fitz läuft die komplett falsche Route. Der ist auf meiner Seite in der Line of Scrimmage. Der soll da eigentlich überhaupt nicht lang. Guckt euch mal den Spielzug nochmal an rechts. Was macht denn der? Ey. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So. Ich weiß ja nicht. Also Nelson kommt sowieso lang. Wir können Gresham gucken. Seals Jones packe ich auch auf jeden Fall kurz. Ach, es kann. Aber er hat ihn. Okay, das war Glück. Erstes Timeout. Das war sehr riskant und sehr glücklich. Das hätte genauso gut ein Pick sein können. Und wenn das ein Pick ist, dann ist es eventuell auch Pick 6. Wir versuchen mal einen Wide Receiver Creek mit Chad Williams. Keine guten Erfahrungen mitgemacht, aber wenn es jetzt klappt, dann ist es vielleicht mein Lieblingsspielzug, wer weiß. Man muss ja auch mal ein bisschen Risiko gehen, aber wenn man dann links natürlich JJ Nelson hat, dann ist es halt nicht so cool. Oh, natürlich. Hat er den? Oh! Nelson! Legende! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, wir haben 12. 12 Sekunden. Kann man in 12 Sekunden großartig was machen? Nein. Wir haben vermutlich einen Wurf. Einen Wurf in die Endzone. Ich will ihn auch nicht unbedingt übertreiben, also ich will ihn nicht unbedingt auf jeden Fall nehmen. Wir sollten nicht gesackt werden, das ist wichtig, das sollte Priorität sein. Oh, puh. Ey, ich habe so schnell Ball wegwerfen gedrückt. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell Ball wegwerfen gedrückt. Wir machen das Ganze nochmal. Wir haben ja jetzt nicht wirklich Zeit verloren. Ich glaube, da hatte ich nicht mal jemanden frei jetzt. Weg, weg. Nein, das ist ein. Oh, leck mich. Pick. Das ist ein Pick. Das ist kein Pick. Hätte wenigstens mal noch was für die Statistik machen können. Ach, so ein Dreck. Egal, wir sehen uns in der zweiten Hälfte und gewinnen das Spiel noch. Auf geht's. Here's Jonathan Coachman at REA Sports Halftime Report. Okay, Brandon, thanks very much. The weather might be cold, but the playoff races are heating up here on this final Sunday before Christmas. So let's get to it. We'll start with a visit out to Santa Clara. Chicago in town to take on San Francisco. And it's the Niners who have the lead in that one. Two touchdown passes there for Jimmy Garoppolo. We'll stay in the NFC North as we head over to the Motor City to check on the Lions at home in Detroit. And they were winners in that one over the visiting Minnesota Vikings. 20-6 was the final. Finally, let's get down to the Bayou. Check on the Saints at home at the Mercedes-Benz Superdome. And you can see they trail in that matchup against the Pittsburgh Steelers. Ben Roethlisberger has thrown a touchdown pass. All right, Coach, thank you, and we welcome everyone back for quarter number three. Wir sind wieder am Start. Beinahe hätte ich vergessen, die Lautstärke runterzudrehen. Es wäre ärgerlich gewesen. Wir kriegen den Ball, wenigstens was. Es hätte ein Field Goal sein müssen eben. Ich habe wieder versucht, den Ball wegzuwerfen, dann war er irgendwie halb in der Wurfbewegung, wurde dabei dann gesackt angeblich. Ja, shit happens, ne? Ich glaube, unser Team könnte echt stark sein, wenn wir eine gute D-Line, eine gute O-Line hätten. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Team so, also ein bisschen ein dummer Satz. Wir müssen mehr laufen, mehr versuchen, irgendwas zu machen hier mit TJ Logan. Aber nicht, wenn die uns so eine Fronten geben. Wisst ihr, was soll ich gegen so eine Front laufen? Das ist Quatsch. Rosenlauf 2 für 5, beziehungsweise der war jetzt für 6, genau.
Obwohl, ja, wir versuchen nochmal zu laufen. Mal gucken. Vielleicht geben sie uns ja eine bessere Front jetzt. Nein. Na gut, wir machen es trotzdem. Ja gut, hat geklappt. Okay, cool. Dann gehe ich jetzt ins Singleback. Obwohl, habe ich das überhaupt? Bin ja in einem anderen Playbook. Ja doch, habe ich. Singleback Bunch habe ich ja vorhin schon geguckt. Habe ich aber mein Quick Pitch. Habe ich auch. Sehr gut. Ah, die 49ers führen. Also müssen wir hier tatsächlich was machen. Wir sind auf uns alleine gestellt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die 49ers verlieren. Zwei schöne Jukes. Neues First Down. 4 für 30. So mag ich das. Vielleicht mal einen kleinen Power zwischendurch einbauen. Ich mag so End-Around-Spielzüge in echt, aber im Spiel funktionieren die nicht gut, deswegen. Wir laufen mal einen Stretch erstmal, bevor ein Power kommt. Haltet die einfach innen. Leichter gesagt als getan. Aber Edmonds mit dem First Down. Laufspiel, Achtung, witziger Witz. Laufspiel läuft. Ha! Okay. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Okay, Duo. Wie erkläre ich jetzt ein Duo schnell? Ah, gar nicht. Okay, wir haben überall Double Teams. Also immer zwei Offensive Linemen gegen einen Defensive Lineman. Deswegen Duo. Oder Double heißt er auch. Theoretisch läufst du in die A-Gap und guckst, was der Linebacker macht. So zum Beispiel klappt das nicht, wenn uns dann 90, also Brockers, schon direkt am Anfang umrennt. Theoretisch läufst du in die A-Gap, guckst, was der Linebacker macht und gehst dann halt entweder an ihm vorbei durch die A-Gap, wenn er over top spielt, wenn er außen rum geht, oder wenn er die A-Gap crasht, dann gehst du nach außen. Das sind die beiden Sachen, die es gibt. Aber wenn die Blocks dabei nicht halten, dann ist das ganze Prinzip halt ein bisschen kaputt. Und nächstes First Down. Laufspiel funktioniert echt ganz gut jetzt, aber wir brauchen halt einen Touchdown, um in Führung zu gehen. Und dafür müssten wir dann auch tatsächlich mal irgendeinen Pass anbringen. Chad Williams vielleicht, aber ich habe ein bisschen Angst. Da war er. Der war ganz, ganz weit offen. Da kann ich mich jetzt nicht mal mehr drüber beschweren, dass meine Corner immer so weit weg sind bei Outs und Comebacks und sowas, wenn das bei denen jetzt genauso ist. Wir versuchen es mal nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zweimal so brutal offen ist. Aber man kann es ja mal probieren. Es ist jetzt eine kurze Comeback. Ich weiß nicht, was ich mit Gresham machen soll. Out. Die könnte sogar... Nein! Zu weit rausgekommen. Mist. Ey, der ist doch bis zu 4 Grad. Alles klar. Forward Progress war bestimmt, keine Ahnung, 2 oder so. Wir laufen mal. Gucken, ob wir vielleicht außen rum kriegen, ob Gresham uns einen guten Block stellt. Ja. Ja, das ist der Touchdown. Jawohl, zweiter Touchdown, Logan. Mein Bild friert, euer Bild friert dementsprechend auch ein. 500 Rushing Yards. Jesus. Okay. Wir sind in Führung. Wieder mit 2 Punkten. Wenn er drin ist, wieder mit 3 Punkten. Okay, gut. Jetzt defensiv den Ball holen, offensiv ganz entspannt alles machen. Unser Laufspiel funktioniert. Das ein bisschen ausnutzen. Dann bin ich zufrieden. Wir führen, das ist wichtig. Ab und zu vielleicht auch ihr mal ein Auge drauf werfen, weil ich kann es nicht, ich sehe es nicht jedes Mal. Ich gucke dann nur ab und zu aus Versehen sozusagen mal hin. Wie es bei den 49ers steht, das ist ja das wichtige Spiel für uns. Wenn die 49ers verlieren oder unentschieden spielen oder wenn wir unentschieden spielen, dann haben wir ja gewonnen. Dann haben wir die ganze Division für uns. Die 49ers können die Division wirklich nur noch kriegen, wenn wir beide Spiele, die wir haben, verlieren und sie beide Spiele gewinnen. Weil wir dann gleich viele Siege haben, aber sie haben halt eine Niederlage weniger und dafür ein Unentschieden. Beins. Schön vorbeigerannt. Ich glaube... Nee, wer war das? Einer unserer Defensive Tackle uns wieder in den Hintern gerettet. Es war Olsen Pierre. Olsen Pierre hat uns den Hintern gerettet.
But that also doesn't mean you just do it the same way you've been doing it the entire ball game. Becker kommt rüber. Ich mache mir jetzt erstmal keinen so großen Kopf. Jetzt fehlt ich Glück gehabt. Wieder Bethay. Wieder Bethay. Falls Leute von euch Cardinals-Fans sind oder falls ihr euch fragt, warum draftest du dann einen Free Safety oder einen Strong Safety? Strong Safety eher. Ne, Free Safety eher. Wegen solcher Sachen. Guckt euch das mal an. Ich weiß, der wird aus dem Weg gedrückt quasi von mir als User. Aber sowas kann nicht passieren. Guck mal, wie offen der ist. Wenn er den Ball fängt, dann muss ich froh sein, wenn den hier, wer ist es, Peterson? Ne, Jamar Taylor, wenn der den noch einfängt, wenn es kein Touchdown ist. Also, puh. Das sind so Sachen, das ist echt, echt, echt schwer, solche Sachen zu kompensieren. Ich weiß, das ist eine schwierige Route zu verteidigen. Oh nein, was ist denn hier los? Hasse Five Wide. Ah, Mist, gerade so. Da war Buchanan ein bisschen zu weit. Aber Linebacker auf Slot-Corner will man halt auch nicht unbedingt haben, auch wenn er halt eigentlich ein Defensive Back war. Buchanan ist nicht das optimale Matchup, sagen wir mal so. Ich hasse Five Wide zu verteidigen, das ist so schlimm. Wenn du keinen richtigen Pass-Rush hast von deinen Vieren an der Line, dann ist es sehr, sehr schwer. Oh. Ich dachte, der wirft den Cross in der Mitte, da war ich drauf. 2. und 10. Blitzen wir nochmal? Ja, wir machen das exakt gleiche nochmal. Wir können Mannion halbwegs unkomfortabel halten hier, wenn wir weiter blitzen, wenn es weiter so gut klappt. Das ist ein Lauf. Aber nicht mit mir. 1 Yard verloren. 8 Rushes für 11 Yards. Das ist halt ziemlich schlecht, ne? Für den Todd Gurley. Wir gehen wieder in Cover 2 Man. Mal gucken, ob es diesmal besser klappt. Falls nicht, muss ich danach versuchen, in... Nee, bleib. Muss ich danach versuchen, in eine Zonenverteidigung zu gehen. Ich hänge auf dem Defensive Tackle, das ist ärgerlich. Rechts ist komplett frei, das ist ein First Down. Oh nein! Sehr stark. Ich dachte, er zieht einfach rechts lang, deswegen bin ich da in den Weg gesprungen, weil ich dachte, vielleicht kriege ich ihn noch vor dem First Down. Aber er hat die Füße in Bounce gehalten. Ja, aber der Spielzug war von Anfang an kaputt. Ich hing auf dem Tackle fest. Das war von Anfang an kaputt. Oh, ich wusste es. Oh, wir haben so wenig Routen zu verteidigen und ihr steht alle in der Mitte und hinter euch im Rücken läuft der lang. Das kann nicht passieren. Sowas. Wir haben buchstäblich 2 Routen, die wir verteidigen müssen. 2 Routen. Ein Crosser und ein tiefer In. Mehr ist es nicht. 2 Routen, die wir verteidigen müssen. Und ihr steht zu dritt in der Mitte, beziehungsweise ich bin weg, ihr steht zu zweit in der Mitte dafür. Das kann nicht passieren, sowas. Sowas darf halt... Ah, Mann. Sowas kann nicht passieren. Sowas kann nicht passieren. Cover 6. Huhaha, huhaha. Reddick. Mal gucken. Oh, er läuft. Er läuft nicht. Ah, ich dachte, ich krieg den. Eine halbe Sekunde später, dann bin ich da. Okay. Cover 9 will ich nicht. Wenn, dann will ich nochmal ein Cover 6 spielen. Aber, oh, ich glaube, ich spiele ein 3 mit Cloud Flat. Ich hänge das schon wieder fest. Wenn Buchanan da ein bisschen schneller reagiert, dann ist es ein Pick. Dann ist es ein Pick und das Spiel geht sehr in unsere Richtung. Wir spielen Cover 3 Match. Bewusst ein Match. So, wir passen auf Cooper Kupp, Gurley und Tight End oder auf... Nein! Over Pursuit! Ich bin zu weit in die Richtung gerannt, ich wollte es nicht. Deswegen sprintet man nicht von Anfang an. Robert Woods hat sich verletzt. Ach Mann, wir müssen blitzen. Es gefällt mir nicht, wie Mannion unsere Defense hier auseinander nimmt. Beziehungsweise es waren halt schon viele Fehler von mir. Oh, das sind doch Slants all day. Ja! Wieso kann da nicht auch mal der Gegner fumblen? Jedes Mal, wenn Rosen so an der Hüfte rumgeschleudert wird und zu Boden geht, die Animation, die wir halt gerade gekriegt haben,
gefühlt jedes Mal fummelt er dann. Und die Gegner fummeln nie. Ich glaube, das ist schon wieder kompletter Quatsch, wo man das einfach nur vergisst, wenn dann einem selber was Gutes passiert. Wisst ihr? Wenn ich hier sitze und sage, ach, ja, nie passiert mir was Gutes. Aber eigentlich passiert andauernd was Gutes und ich erinnere mich nur nicht dran oder so. Nö. Oh, starker Ju. Ich sag hier schön arrogant, nö, mit Jamar Taylor. Und Todd Gurley denkt sich so, doch, und macht einfach einen Juke an mir vorbei in die Mitte. Komm. Nächstes. Das reicht nicht. Also es reicht für ein Field Goal, die können ausgleichen. Damit hatte ich mich jetzt abgefunden, dass ich den nicht mehr aus der Field Goal Range rauskriege, von der 16 oder wo auch immer sie vorher waren. Jetzt war ich einfach nur darauf bedacht, dass sie keinen Touchdown machen. Jetzt können wir nämlich offensiv versuchen, Touchdown zu machen. Das Laufspiel hat gut funktioniert in letzter Zeit, deswegen habe ich jetzt den Plan, direkt mit einem Shotplay rauszukommen. Mit einem weiten Pass auf vorzugsweise JJ Nelson. Aus der Singleback, Play-Action. Obwohl, Play-Action weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Auf jeden Fall will ich versuchen, einen langen Pass reinzubringen. So. Kam, 4:30. Timeouts kommen jetzt eh noch nicht zur Sache. So, wir gehen in Ace. Wir wissen, wir haben links JJ Nelson. Play-Action Flood. Play-Action Roll. Ich will nicht rollen. Was habe ich noch? Ansonsten habe ich nichts Gutes Play-Action-mäßiges mehr. Post-Dig. Okay, doch, die gefällt mir besser. Nelson schicken wir halt lang, habe ich ja eben gesagt. Können gucken, wenn LaMarcus Joyner da unten bleibt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich den hier werfe. Williams, danke. Williams schicke ich auf ein Feld und dann mal gucken, was passiert. Safety bleibt unten. Safety bleibt nicht unten. Ah, schon wieder! Seht ihr? Nein! Es kann nicht sein... dass er jedes Mal fumbelt, Alter. Was soll ich denn da machen? Es kann doch wirklich nicht sein. Was denn das schon für ein Bullshit? Zwei so eine Fumbles sind im Spiel. Zwei so eine Fumbles. Und es ist ja nicht mal so, dass wir 5000 Mal gesackt wurden heute. Seht ihr schon? Oh, Mann, Alter. Wieso fumbelt immer nur mein Quarterback bei so einem Müll? Plus die dumme Interception am Anfang. Drei Turnover. Die waren alle drei nicht meine Schuld. Das ist eine Frechheit. Ich mach doch schon genug dumme Sachen alleine. Wieso müsst ihr mir denn noch so dumme Sachen aufdrängen jetzt? Das ist doch dreckig, wirklich. Sehr dreckig. Sehr dreckig. Mann! Ist das ärgerlich, ey. Das gibt's doch wirklich nur bei mir. Ich beschwere mich vorhin auch drüber, dass ich immer so fumble. Nächster offensiver Snap, ich fumble so. Das gibt's doch nicht, Alter. Wisst ihr was? Play-Action ist mir jetzt egal. Ich habe keine Lust auf Play-Action. Alter Schalter, ey. Und zack, genau die gleiche Situation wie eben. Bloß jetzt liegen wir halt 7 Punkte hinten, statt ausgeglichen zu haben. Mann, Alter. Ich glaub's nicht. Raus. So. Jetzt muss aber. Guckt euch bitte mal den Release an, den ich habe auf beiden Seiten. Nelson oder Williams, einer von beiden. Nelson. Oh nein. Der war zu früh, ich hatte schon wieder Angst. Seht ihr, sowas passiert dann nämlich. Spiele, wo du eigentlich... Ah, ich mach das gleich nochmal. Wo man eigentlich Zeit hat, wirklich sich Zeit zu nehmen und ganz entspannt zu gucken, wer von beiden ist frei, wann werfe ich zu wem. Bei solchen Spielzügen hat man dann einfach keine Geduld mehr. Weil man einfach die ganze Zeit denkt, okay, wenn ich gesackt werde, ist vorbei, dann hat der Gegner wieder den Ball. Mann. Aber es ist Aqib Talib. Das kann man schon mal akzeptieren so. Jesus, Alter. Eine so eine Aktion. Nein, ja. Das hätte ein Pick sein müssen. Seht ihr, das meine ich. Solche Fehler mache ich schon alleine. Lass mich doch einfach meine Fehler machen. Wir punten, stoppen, kriegen den Ball, machen Touchdown und alles wieder in Ordnung. Ey. So ein Spiel schon wieder. Ich sag am Anfang noch, ich will nicht zwei so eine Spiele hintereinander haben. Was gibt er mir? Zwei so eine Spiele hintereinander. Ist doch verrückt, Alter.
Es ist verrückt. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Blöde Volksmusik. Ich mag Volksmusik nicht. Das kann auch mal ein Fumble sein, Freunde. Und warum friert mein Bild schon wieder ein? Meine PlayStation ist heute irgendwie sehr langsam. Ihr habt es vorhin im Menü vielleicht schon ein, zwei Mal gesehen. Ich blitze nochmal, ich bleibe aggressiv. Da ist die schon ein, zwei Mal eingefroren. Und jetzt direkt schon wieder. Ich nehme zurück, dass ich aggressiv bleibe. Uff. Aber jetzt beim dritten. Jetzt bin ich aggressiv beim dritten. Ja, und jetzt gerade im Spiel ist die auch ein, zwei Mal eingefroren. Also es liegt nicht an eurem Video. Es liegt ausnahmsweise mal nicht an meiner Bearbeitungssoftware, sondern am Spiel. Ich habe es halt wirklich selber hier auch auf dem Screen, es friert die ganze Zeit ein. Ich meine, solange es nach dem Spielzug passiert, ist mir das ja relativ egal. Und natürlich wirft er den Ball noch weg. Bei mir wäre das jetzt nicht nur ein Safety gewesen, sondern ein Fumble in der Endzone recovered für einen Touchdown. Und bei denen ist es nicht mal ein Safety, sondern er wirft den noch weg. Block den Gunner, block den Gunner. Jawohl, Peterson. Jawohl. 39. Okay, Touchdown gleicht wieder aus. Wir sind also immer noch im Rennen. Wir sind im Rennen und wir haben sogar noch... Wir haben sogar noch genug Zeit, um tatsächlich zu versuchen zu laufen. Jawohl. First down. Hurry up, vielleicht kriege ich einen Spielzug nochmal rein. Vor dem Two-Minute-Warning, wir machen genau den gleichen Quatsch nochmal zur anderen Seite. Sieht zwar nicht so gut aus wie eben der Look, aber kann trotzdem... Ah, der hing fest im Block. Ich hätte einfach vorbeirennen können. Ah, aber das hätte ich nicht wissen können. Das war jetzt nicht mal Dummheit oder sowas. Es passiert einfach sowas. Ach, Manno. Wir dürften eigentlich es dürfte überhaupt nicht zur Frage stehen, dass wir hier gerade komfortabel führen oder allermindestens ausgeglichen haben. Wir dürften nicht hinterherrennen. Wir dürften echt nicht hinterherrennen. Oh, Glück. Oh, ich weiß nicht, ob den Ball irgendein anderer Receiver fängt, außer Larry. Weil er so kurz vorher sich erst umgedreht hat. Seals Jones will ich nicht werfen, keine Angst, er soll nur den Linebacker raustragen. Macht er auch. Oh, und der verliert den Ball, na klar. Egal, über JJ Nelson kann ich mich heute nicht beschweren. Der hatte ein, zwei dicke Catches, wir machen das gleiche noch. Obwohl, wisst ihr was, wir laufen. Wir laufen. Beziehungsweise gucke ich natürlich mir die Front an. Wir laufen nicht. Ja, da ist er. Da ist der Touchdown. Feier mit seinem Team. Unentschieden ist hier. Jetzt kommt es drauf an, was wir defensiv machen. Ja, verteil die Suppe oder was auch immer das ist. Würzt er sein Essen? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Celebration ist, aber es ist egal. Okay, 1:30, drei Timeouts. Also die haben definitiv mehr als genug Zeit, um das Feld runterzukommen. Und es reicht denen ja an Field Goal. Das heißt, wir müssen halbwegs aggressiv spielen. Das heißt, ich werde vermutlich meinen 4-3 Blitz auspacken, wenn der nicht klappt. Wovon ich ausgehe, gehe ich in Nickel, versuche da vielleicht zu blitzen. Ah, der ist zu weit. Ich hätte ihn gern ein bisschen kürzer gehalten, aber kann man nichts machen. So. Okay, komm. Ja, durch. Nicht durch. Bethay. Bethay. Deswegen soll der raus. Deswegen will ich den nicht. Wie weit war das schon wieder auseinander? Ah, ich muss gleich einen Timeout nehmen, um aus dem 4-3 rauszukommen, wenn es so weitergeht. Weil ich Beins eigentlich echt nicht auf dem Feld haben kann. Wieso hält er den fest? Und der war nicht mehr auf dem Boden, glaube ich. Jesus, okay, jetzt müssen wir blitzen. Eigentlich, wenn wir jetzt schon einen Timeout nehmen, sind die
Oh, die lassen nicht mal die Uhr runterlaufen. Okay, cool. Ich muss gleich auch in die Adjustments reingehen und alles auf aggressiver stellen. Timeout. Damit wir vielleicht noch einen Fumble kriegen oder sowas. Wenn die jetzt einen Field Goal schießen, dann kriegen wir den Ball nochmal wieder. Also Tackling Aggressive. Stripball mache ich definitiv nicht auf Aggressive, weil ansonsten eine Face Mask Strafe kommt und wir direkt halt wieder hinten liegen. Und da habe ich keine Lust drauf. Also was heißt wir direkt wieder hinten liegen? Die ein neues First Down kriegen. Warum gehe ich eigentlich in Cover 3? Die Coverage mit den schlechtesten Runfits. Weil es ein Pass ist. Das ist knapp. Ich habe Angst. Warum passen die aber auch? Dicke Cojones. Sehr, sehr dicke Cojones. 3 und 4. Ich sag euch jetzt, es wird entweder ein Pass auf irgendeiner Stick Route oder sowas für einen First Down oder ein ganz, ganz schneller Sack. Es ist ein Lauf. Und sie kommen nicht raus. Okay, wir nehmen unser Timeout. Sie nehmen höchstwahrscheinlich jetzt ein Field Goal. Das heißt, wir haben nach dem Kick dann 38 Sekunden oder sowas, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Keine Timeouts, um nochmal mindestens ein Field Goal zu machen. Ich weiß nicht, wie man blocken soll dieses Jahr. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Noch nie in der Franchise. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber um fair zu sein, passiert es halt auch echt selten in echt so. Ne? Ich gucke, ob ich den Look sehr mag. Ich wollte eigentlich weg vom Ball, aber hey. Lauf! Er hat keine Energie mehr. Aber wir sind in Field Goal Range. Wir sind in Field Goal Range mit 29 Sekunden. Ich glaube, ich hätte diesen One-Cut nicht mal machen müssen. Das Ding ist, wir können nicht mehr wirklich passen. Wir können nicht mehr wirklich passen. Okay. Nein. Den will ich. Vielleicht werfe ich einfach auf Fitz, wenn es schnell gehen muss. Geh doch out of bounds. Ist nicht out of bounds gekommen. Wir laufen Texas Vertical. Ich gucke, ob ich die Angle Route kriege. Oder die Out Route. Schnell, komm. Ich hab die Out. Ich hab die Out nicht. Ich wollte die flach werfen. Hab ich nicht geschafft. Okay, aber Angle Route gefällt mir. Angle Route gefällt mir auf jeden Fall. In welcher Formation war ich denn eben? Gun Doubles Wire of Week? Nee. Gun Tight Doubles? Kann ja auch nicht sein. Ach, Moment, ich gehe einfach auf Recent Plays. Gun Doubles Wire of Week, okay. Wenigstens stoppt die Uhr. Wenn das jetzt nochmal nicht klappt. Ich bin out of bounds. Wieso ist die Uhr weitergelaufen? Oh mein Gott, ich schwöre euch, wir haben gerade dieses Spiel verloren wegen einem Spielfehler. Oh mein Gott, das ist so ein schlechtes Gefühl jetzt. Oh Mann, wir wurden so beschissen in dem Spiel. Dann bin ich nochmal hinten rangekommen. Wir haben es nochmal fast geschafft. Dann hätte ich einen Field Goal kicken können für Overtime. Und dann so ein Müll, Alter. Ich bin out of bounds getackelt worden. Der ist doch out of bounds gegangen. Oh, das ist wirklich so ein schlechtes Gefühl gerade. Das ist so ein schlechtes Gefühl. Ich hasse es. Oh, ich hasse es so sehr. Alle mit guten Passer-Ratings. Es kann nicht sein, dass wir Sean Mannion mit einem 115er Passer-Rating hier stehen lassen. Das kann echt nicht passieren. Das ist unter aller Sau. Das kann nicht passieren, Alter. 0-7 für Gurley ist gut. Receiving können wir gucken, wer hier die Yards hat. Nelson hat 97. Ey, ich habe nicht mal Lust, mir die Yards anzugucken gerade. Ich gehe hier durch für euch und sowas. Aber
Ernsthaft. Ernsthaft. Connor Bowen, natürlich. Connor Bowen ist genau der Kerl, der 3 Sacks holt. Und 2 Forced Fumbles, wa? Mhm, exakt. Genau das ist der. Jesus, ey, jetzt habe ich wirklich schlechte Laune. Normalerweise geht das eigentlich, aber jetzt habe ich wirklich richtig schlechte Laune, weil ich der Meinung bin, es war ein Spielfehler am Ende. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Egal, wir spielen nächste Woche gegen die Seahawks, kann das sein? Egal, wir spielen gegen irgendwen. Wenn wir gewinnen oder unentschieden spielen, dann haben wir die Division gewonnen. Wenn nicht, können die 49ers uns die noch wegschnappen. Ich denke, ich bleibe im Rams-Playbook. Mal gucken, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Lasst mich wissen, was ihr zu den Playbooks denkt. Ey, unglaublich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Guckt in meinem Shop vorbei, in der Endcard links verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.